Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe in meinem allerersten Video hier auf YouTube euch gesagt, dass ich mir den Merula Cup gekauft habe für nach der Schwangerschaft und ich konnte ihn jetzt endlich testen. Es war nicht ganz so einfach. Ich habe euch ja erzählt, bei meinem Lady Cup war das kein Problem. Ich habe den einmal eingeführt, der hat gesessen und ich konnte ihn brauchen, der war sofort dicht, auch über Nacht. Bei diesem hier war das ein bisschen anders. Es war nicht ganz so einfach. Also man muss ihn auf jeden Fall anders falten, und zwar mit der Punchdown-Fold-Technik. Das heißt, ihr drückt hier so rein, dann auf der Seite zusammen und dann könnt ihr ihn einführen. Und das geht schon recht gut. Gut, allerdings hatte ich das Problem, dass es am Anfang unbequem war und dann habe ich hier was abgeschnitten, damit es ein bisschen besser ist und dann war es aber immer noch unbequem. Dann habe ich ihn nochmal rausgenommen, nochmal eingeführt und ja, dann war er auch einen ganzen Tag lang dicht. Dann habe ich gedacht, ich wechsle ihn nicht gleich vor dem Schlafengehen, sondern ein bisschen früher, damit ich auch weiß, dass er sicher gut sitzt und alles dicht ist. Und das war nicht so, also ich habe ihn dann gewechselt und hab gemerkt, oh, ich laufe aus, er sitzt überhaupt nicht. Also habe ich mir in der Nacht nochmal meinen Lady Cup benutzt, damit da einfach auch alles dicht ist und nichts ausläuft. Und habe dann am nächsten Morgen ihn nochmal eingeführt und dann ging es tatsächlich. Er ist mir nicht mehr ausgelaufen. Er ist auch sehr bequem. Ich denke, Merula Cup macht Werbung damit, dass er nicht ganz aufploppen muss. Er macht auch kein Vakuum. Das ist sehr angenehm. Und er ist vom Material her tatsächlich weicher als mein Lady Cup, was ja auch das Ziel war, dass es einfach bequemer ist am Damm, weil ich hatte bei meiner Geburt einen Dammschnitt. Und da hat mir mein Lady Cup einfach, ja, der harte Rand vom Silikon hat beim Herausnehmen da einfach wehgetan und das ist mit dem jetzt tatsächlich besser und er hält auch eine ganze Nacht dicht, was ich beim Lady Cup auch das Problem hatte, dass das bis anhin nicht so war. Ich musste ihn wechseln oder eine Binde noch zusätzlich reinmachen, weil ich einfach morgens ausgelaufen bin, weil er nicht die ganze Nacht hält. Und das ist jetzt bei dem doch der Fall. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich in der Nacht einfach total gerne schlafe, ohne mich mit solchen Sachen befassen zu müssen. Und ich werde den weiter testen, werde euch dann noch einmal Bescheid geben nach einer längeren Testphase, falls sich noch was ändert. Aber ich denke nicht, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Er braucht ein bisschen Übung, weil also diese Öffnung sollte eigentlich vor dem Muttermund so sitzen, dass das Blut da direkt hineinläuft. Das braucht ein bisschen Übung. Dafür muss man vielleicht mal tasten, wo ist eigentlich mein Muttermund und wie weit drin ist der, wie weit hoch muss ich mit dem Merula Cup, damit das wirklich sitzt. Und dann kann man eben die Rückholleiter in diesem Falle einfach kürzen. Ich persönlich finde das fast praktischer als beim Lady Cup. Diese Zipfel oder die aussehen wie bei einem Weinglas, also da kommt man auf jeden Fall besser dran. Ich mache es so, dass ich ihn dann herausziehe. Ich versuche das mal zu zeigen, bis ich hier greifen kann und nehme ihn dann so heraus und dann entleere ich ihn in die Toilette und das geht wirklich gut. Also ja, da spüre ich keine Schmerzen mehr. Das ist sehr angenehm und ja, Fassungsvolumen ist wirklich toll. Ich kann den herzlich empfehlen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass das ein bisschen ein Gewurstel ist, das in das Säckchen reinzubringen. Vielleicht stelle ich mich auch einfach blöd an, aber ich benutze tatsächlich das Säckchen vom Merula Cup für meinen Lady Cup, den ich immer noch habe. Da sein müsste, egal. Und das Säckchen für den Lady Cup, für den Merula Cup. Aber es spielt ja überhaupt keine Rolle. Ihr könnt ihn auch sonst irgendwie
transportieren. Es geht ja nur um das, wie man das aufbewahrt zu Hause. Und ja. Also eine Empfehlung von mir, den Merula Cup. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr den bestellen wollt. Und ja, bei Fragen meldet euch gerne. Ich freue mich über einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und empfehlt mich gerne weiter. Ich freue mich über jeden, der meine Videos schaut. Tschüss!